Weißt du, das Ende der Welt bringt meine Reisepläne echt durcheinander. Wo wolltest du denn hin? Überall hin. Nach Kalkutta, Vladivostok, Kapstadt, Perth. Auf dem Weg zurück vielleicht durch Transia. Falls du eine Reisebegleitung brauchst, ich hätte Zeit. Angenommen, die Welt geht nicht unter. Du und ich? Warum nicht? Ich dachte nur nicht, dass du gerne reist. Alle deine Geschichten spielen hier, also... Ich wollte mich nicht selbst einladen. Schon gut. Ich freunde mich damit an. Du solltest die Welt sehen. Das wäre schön. Gut, ich checke meine Vielfliegermeilen. Ich glaube, ich habe genug für noch ein Ticket. Taktiken der Ältesten. Das war cooler, als ich dachte. Sind Freundschaftspunkte. Zusammen werden wir stark. Starte eine Mission mit plus 2 Manövern. Wir machen übrigens jetzt die letzte Aufnahme. Und ich denke mal, Blade will mit mir meine Freundschaft vertiefen. Wir sollten uns treffen. Triff mich in der Kapelle, wenn du Zeit hast. War cool, mit dir abzuhängen. Ich dachte, du gehst nicht in die Kirche, Daywalker. Eigentlich heiße ich Eric. Eric Brooks aus Harlem. Nennen wir uns jetzt endlich beim Vornamen? Hast du dir verdient. Nur mein Mentor durfte mich bislang so nennen. Der Name passt zu dir. Klingt wie so ein ewig Trübsal blasender Vampir aus einem dieser Dark Romance Romane, die du immer liest. Der Typ, der es nicht übers Herz bringt, jemanden zu beißen, besonders nicht seinen Schwarm. Du meine Güte, du bist das. Wie konnte ich das übersehen? Gleich beiße ich dich, Hunter. Oh nein, bitte töte mich nicht, Eric der Vampir. Ich habe solche Angst. Hätte ich lieber nichts gesagt. Zu spät. Jetzt weiß ich alles. Noch lange nicht. Mein Mentor, der wusste alles. Du hattest einen Mentor? Ich war nicht immer so cool. Jemand hat mir das beigebracht. Er hieß Jamal Afari und war ein Vampirjäger. Er gab mir den Namen Blade. Sonntags nahm er mich als Kind mit in die Kirche. Er lehrte mich richtig und falsch. Tja, wenn du mich fragst, hat er dir so einiges über Ethik und Moral beigebracht. Manchmal braucht es jemanden, der dich stützt und der an dich glaubt, um nicht in der Gosse zu enden. Jemanden, der einen auf den rechten Weg bringt. Er hätte mich töten können, weißt du. Und das wäre sein gutes Recht gewesen, aber er hat es nicht getan. Jamal war der Erste, der nicht meine Zähne, sondern meine Menschlichkeit sah. Er bildete mich aus, brachte mir bei, meinen Drang zu beherrschen. So wurde ich zum Vampirjäger. Und du verdienst das gleiche Vertrauen wie ich. Du magst ein Dämonenkind sein, doch der Mensch in dir gewinnt die Oberhand. Genau das wollte ich dir auch gerade sagen, mein Freund. Ist nicht nötig, aber es freut mich. Es tut gut, wenn jemand auf einen aufpasst. Wie geht es, Jamal Afari? Habt ihr noch Kontakt? Nein, ich habe ihn getötet. Warum? Was ist passiert? Er hat zu viele Fragen gestellt. War nur ein Witz. Bleib weiter so, wie du bist. Dann erzähle ich es dir eines Tages vielleicht. Doch fürs Erste sollst du bloß wissen, dass du nicht ganz böse bist, Hunter. Nur zur Hälfte. Und das genügt mir. Noch nicht ganz. Übrigens ist da ein Code. Ich weiß nicht, ob wir den benutzt haben von der Kapelle. Ich habe den schon mal gespeichert, separat. Nämlich für den Steinkreis. Wo ist die Kapelle? Das da hinten.
Ach doch. Das ist, den haben wir schon benutzt. Wir saßen hier und den Code haben wir benutzt. Faszinierend. Der dritte Code wird irgendwo wahrscheinlich in dem Gebiet sein, wo wir als nächstes rein können. Das war jetzt wegen der Perspektive noch nicht genau zu erkennen. Für mich. Wie läuft's? Ich habe Fragen zu Vampiren, die Blade mir hoffentlich beantworten kann. Mir fällt auf, dass du sehr an Blade interessiert bist. Er ist interessant. Und wir sind beide halb Mensch und halb etwas anderes. Da haben wir was gemeinsam. Was hältst du von ihm? Er ist ein Mann der Tat und Konsequenz. Caretaker vertraut seinem Urteil. Ja, er ist schon heftig. Ich glaube, Blade hat noch andere Geheimnisse. Aber gut, dass er auf unserer Seite ist. Ein drohender Weltuntergang knüpft starke Bande. Ein Halbvampir, ein wiederbelebter Jäger, ein halber Alien. Vergiss nicht den Typen, dessen Kopf regelmäßig Feuer fängt. Die Midnight Suns sind eins der buntesten Teams, in denen ich je war. Naja, Unfälle passieren. Hey, so. Ich hätte da eine Bitte. Hast du irgendwelche Kindheitserinnerungen an Lilith, irgendetwas, wer sie war, bevor sie die Mutter der Monster wurde? Könnt ihr vertrauen, wenn ich es täte? Nein, es ist besser, sie so zu sehen, wie sie ist, als sich nach dem zu sehen, was sie einmal war. Danke, Hunter. Gut, ich hatte gehofft, etwas tun zu können. Entschlüssel Infospeicher. Nach der Lektüre werde ich nicht gut schlafen. Wen schicken wir auf Einsatz? Deine Freunde in die Schlacht zu schicken ist nicht leicht. Aber wir wissen alle, wieso wir hier sind. Freundlicher Nachbarschaftsservice zu freundlichen Nachbarschaftspreisen. Ich tue, was du willst. Das sollte für Ich bin hier, falls du mich brauchst. Also effektiv habe ich kein Problem, dir auch Missionen zu schicken. Ich spreche mal den großen grünen Elefanten im Raum an. Hat Bruce Banner noch Zugriff auf Superlink? Nein, habe ich in der Nacht gesperrt, als Cap in der Abtei eingetroffen ist. Könnte unsere Informationen auf seinen Spark haben. Der Spark ist ein dummes Endgerät. Er bezieht sämtliche Daten von den Servern. Kein Zugriff bedeutet keinen Superlink. Könnte man Bilder von den Daten machen. Hast du eine Karte, eine richtige oder eine Smartphone-Kamera? Achso, hast du eine Kamera, eine richtige oder eine Smartphone-Kamera? Nur zu, versuche es. Ich schätze mal, dass ich deswegen gerade einen Alarm gehört habe. Tony Stark, was für ein mieser Trick. Dein Spark ist gar nicht so schrecklich, wie ich dachte. Recht zufriedenstellend. Hab kein Geld. Was hast du für mich, Boss? Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Wir Gegner durch ein Portal zurückgeworfen, werfen die restliche Mission plus 75 Schaden zu. Wenn sich das Ding hinter mir in ein Portal ins alte Ägypten verwandelt, war's das für mich. Also, was schwebt dir vor? Das sollte sich als nützlich erweisen. Vergiss nicht zu schreiben. Ja, ich besitze leider nichts. Bin ich grindy genug? Herr Hunter. Übung macht den Meister.
Du weißt, dass ich zaubern kann. Jetzt weiß ich, was auf sich hat. So, ich starte mir so mit 4 nachziehen. Ich will eigentlich nicht jetzt in die nächste Story-Mission reingehen, weil lohnt sich nicht mehr. Ich kann lieber nochmal ein paar Leute verprügeln. Moin, Desia. Des. Setz den Hydra-LKW außer Kraft. Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Bin unterwegs. Du hast nicht viel Zeit. Schalte alle aus, die zwischen dir und dem Truck stehen. Oh, jetzt fällt mir übrigens ein Damage-Dealer. Sind Sie bereit? Wo hast du den gelernt? Ziel bestätigt. Ah, so funktioniert das also. Aktion erstattet. Zusammenhalten. So gut habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ich gehe rein. Ja, du bewegst dich natürlich keinen Schritt dafür. Wir sind hier drüben alle zufrieden.
einmal aus. Auch du kannst gut sehen. Sie haben mich betäubt. Wo finden die diese Kerle nur immer wieder? Ich bin ein Bollwerk! Greift den Truck an und schaltet ihn aus. Sollte für einen Haufen Superhelden nicht allzu schwer sein. Erstmal die normalen Handlanger wieder raus. Gib mir nicht die Schuld. Du hast angefangen. Also los. Nur weil er gegen Zurückwerfen jetzt immun ist. Ist das alles? So, Schutz verloren. Na, bald habe ich Glück. Mit dem Hexenfeuer. Habe kein Glück. Ich glaube, das war ein Volltreffer. Immer zu Diensten. Kinderspiel. Die sind echt ausdauernd. Danke für dein Fein, Stufe 1 ab. Schalte den Truck aus, bevor sie abhauen. So, zwei Züge, bevor der abhaut. Begrüßt euch mal mit der Stirn. Und was glaubst du, wo du hingehst? Thank you.
Keiner will dich verhören. Das brauche ich auch nicht. Das wird bestimmt gut. Ach ja. Nicht schlecht. Ihr seid doch so mächtig, ihr könnt euren LKW mit einem Schlag erledigen. Tritt. Berührung. Jetzt kannst du was lernen. Nach 80 Jahren ohne sie könnte Hydra eigentlich mal das Handtuch werfen. Für die Mutter. Du gehörst mir. Du hattest deine Gelegenheit. Ach, Cap. Cap-Cap-Team. Das könnte es gewesen. Sie wollen aufbrechen. Jetzt oder nie. Greif den Truck an. Will ich ja. Noch ein Manöver übrig. Ich wage einen Versuch. Treff den Truck zuerst. Danke. Perfekt. Hexenfeuer geht immer weiter, wenn ein Gegner getroffen wird. Wir haben den Truck gestoppt. Das ist also der, dann tot umfällt. Die restlichen Hydra-Schläger. Prüfen. Ja, das gilt auch für Helden-Kombo-Karten. Dann ist ja gut. Habe ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Helden-Kombo-Karte ist von den Kostenreduktionen ausgeschlossen. Das ist ein Dämpfer für Ihre Operation. Gut gemacht. Ja, nimm das, Hydra. Ach, wieder ein Abend, wo keiner mit mir was machen will. Brennan wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Keine drei Sterne, weil ich wahrscheinlich zu lang gebraucht habe. Ich denke mal, du kannst alle Sachen besser kombinieren zueinander. Das ist hier wirklich eine Schwäche von mir. Man muss halt erst die richtigen Karten grinden und muss dann die mit den richtigen Leuten kombinieren. Was hast du für mich, Boss?
Das finde ich ein bisschen schwierig. Genialer Erfinder schlägt erneut zu. So, das müssen wir nehmen, weil wir haben ja die Aufgabe, bei dir zwei Fähigkeiten zu verbessern. Wenn sich das Ding hinter mir in ein Portal ins... Nehmen erstmal die Verbesserung, damit ich nicht so viel Geld ausgebe. Hätte ich vielleicht auch vorbei, könnte ich mich eine Karte nachmischen können, wenn man die Helix öffnet. Es gibt auch einen New Game Plus Modus, aber dieser New Game Plus Modus hat wohl damit zu tun, dann werden modifizierte Karten, die wohl am schwierigsten sind zu farmen, werden dann einfach nicht mitgenommen im New Game Plus. Da haben sich Leute wohl schon im Forum drüber beschwert. Deine Freundin. Schlacht zu schicken ist nicht leicht. Aber wir wissen alle, wieso wir hier sind. Bis dann. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Wer ist ein braves Mädchen, hä? Meine Charlie. Deine Jacke sieht bequem aus, strahlt aber auch Sicherheit aus. Hunter! Hey, ich hätte da eine Bitte. So, gib Maggie ein Geschenk aus dem Geschenkladen. Danke, Hunter. Ja, dafür muss ich auch mit dir abhängen. Russische Poesie des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, Magic ist Russin, ne? Sieht jedenfalls Ostblock-mäßig aus. Ich bin sofort startklar. Bereit für die Arbeit? Jetzt wird mich nichts aufhalten. Zwei Hotel-Essenz habe ich nicht. Mach dir keinen Stress. Eine falsche Antwort gibt es nicht. Gib mir einfach ein Ziel. Bist du bereit für mehr? Hydra hat jetzt keinen Bock mehr auf mich. Ziehe zwei neue Karten. Auch ein Meister der Magie darf nicht. Sehr gut. Ich habe die neue Rüstung gesehen, Hunter. Ein Wort. Raffiniert. Ach, raffiniert. So, machen wir noch die kleine Nebenmission und dann machen wir Ende für heute. Boah, was habe ich denn so ein Ziehen in der Seite? Oh.
Ich habe die letzte Nacht leider etwas länger durchgemacht. Keine Gnade. Einfach besiege Kapiert. Alle Gegner. Für dich. Naja. Ich war gestern Nacht bis heute 12 Uhr wach mittags. Warum fliegt er denn so weit weg von dem? Ich hab gehofft, dass der im Explosionsradius noch ist. Viele Umgebungsspots. Leg dich schlafen. Keine Zeit für Versteckspiele. Die Hölle vergisst nie ein Gesicht. Also, legen wir los. Los geht's. Der war gut.
Sieh genau hin. Dann nehmen wir den Sniper raus. Okay. Wird oh. Dr. Faustus nicht wegen Kriegsverbrechen gesucht? Dr. Faustus wurde doch schon in Einzelteile zerlegt. Feindliche Einheit in Bewegung. Jetzt machst du mich sauer. Hey, das hat wehgetan. Wir sind nicht in der Runde. Ah, nee. Alles gut. Oh nein, sie ist noch ein Zug benommen. Okay, Hexenfeuer, bitte von oben nach unten. Sehr gut. Das haut hin. Bin froh, dass du mir den Rücken frei hältst. Bereitet ihn. Oh, ich bin so müde. Ich bin so erschöpft. Ich will einfach nur eine Wärmflasche ins Bett gleich. Quengel, quengel. Erbärmlich. Wieso? So schlecht geht's Ghost Rider gar nicht. Dafür ist gerade Zeit. Na, guck mal, einen kleinen Infospeicher. Und dann überfahren wir jetzt mit meinem Auto. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Ding, ding. Ding, ding. Besiege alle Gegner, hat doch gut Spaß gemacht. Und trotzdem nur 2 Sterne, obwohl ich fand, dass wir vom Tempo her ging das doch alles. Du gehst jetzt in die Falle. Ja, in die Liebesfalle. Hunter, sprich mit mir. Hey, Hunter. Du bist wahrlich ein Soldat höchsten Kalibers. Ich verdanke alles dem Team um mich rum. Schön, dass Hydra dir gratis all diese Sparringspartner zur Verfügung stellt. Wären sie intelligent, würden sie dir diese Trainings verrechnen. So, ich hänge mit Magic zusammen am Lesen am Feuer. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Es war schwer genug, sich an die Midnight Suns zu gewöhnen. Jetzt sind wir doppelt so viele. Du bist eine der Midnight Suns. Jetzt ja, aber nicht am Anfang. Ich war die seltsame Frau, die mit niemandem sprach. Für dich muss es noch schlimmer sein, Hunter. Alle Gesichter bis auf Caretakers sind neu. Manchmal wirkt es, als wäre ich einfach nur hier reingestolpert. Nun, bei deinem Stolpern machst du etwas richtig. Du hast mindestens einen Freund gefunden. Ich verrate dir ein Geheimnis. Lach nicht.
Ich bin ein wenig neidisch darauf, wie schnell du Freunde findest. Inwiefern? Es fällt dir leicht. Auch wenn du ein Arsch bist, bist du ein sympathischer Arsch. Freut mich, das zu hören, Illyana. Natürlich, du hast krasse Schwerter. Damit mag ich dich automatisch. Ich meinte, die anderen. Was auch immer du tust, mach weiter. Verschwende die Zeit nicht damit, dich in deinem Zimmer zu verstecken. Geschenk geliebt plus 10. Überraschung. Das war ein guter Zeitvertreib zusammen. Ich kann mich mit amerikanischen Autoren einfach nicht anfreunden. Langsam fange ich an, dich zu mögen, Hunter. Braves Mädchen, Charlie. Großartig. Danke, Hunter. Plus 10 Hunter-Willenskraft. So, wie angekündigt, geht's jetzt in die Profe. Nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität. Komm, ich zeig dir richtige Schwerter. Nicht nur die auf meinem Kopf.